Meine lieben Freunde der nerdigsten Art, hier haben wir uns heute versammelt, um die letzte Wootbox des Jahres 2018 zu feiern. Sie ist nämlich da, die Wootbox für den Dezember 2018, und wir schauen gleich mal rein, was es denn Weihnachtliches oder nicht ganz so Weihnachtliches für diesen Monat gibt. So, die Öffnung ist geschaffen, ich habe noch nicht reingeschaut und ich hoffe, wir bekommen das jetzt hin, ohne uns zu spoilern. Deswegen ziehe ich jetzt einfach mal das Spoilerheftchen kurz aus der Packung, aber ich werde jetzt nicht reinschauen, was in der Dezember 2018 Wootbox unter dem Titel Epic, ja, in diesem Heftchen drinnen steht, sondern wir legen das erst auf die Seite und schauen am Ende dieses Videos ganz kurz noch rein, was da beschrieben steht und wie die Preise so sind. Ja gut, es führt anscheinend wie immer kein Weg dran vorbei am monatlichen T-Shirt, und ich würde doch mal sagen, kennen wir das? Ja, das kennen wir, und es passt auch relativ gut zu den aktuellen Videospielveröffentlichungen, denn ich glaube, jeder Nerd weiß das. Es gibt ein neues Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch, und passend dazu, dass man hier stilecht auftreten kann, gibt es natürlich diesen Monat auch das Pokémon-T-Shirt. Ja, ich glaube, keine spezielle Folge oder so. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein, aber ich glaube, man erkennt es auch schon. Das ist nämlich hier ein T-Shirt von diesmal eine andere Firma, denn es ist ein aktuelles Pokémon-Lizenzprodukt von der Firma Diffused. Und ja, das sieht mir hier so ein bisschen wie eine fernöstliche Pokémon-Karte aus, hier unten mit der Nummer 25, die Pokéball-Kennzeichnung, dann natürlich, wie sollte es anders sein, ein Glurak drauf, nein, natürlich nicht, es ist natürlich ein Pikachu. So ungebildet bin ich auch nicht im Bereich Pokémon, auch wenn ich immer wieder versuche, es weitgehend zu ignorieren, außer dem Spiel und der Serie, aber sonst ignoriere ich das völlig. Und hier oben steht wahrscheinlich, ich kann es jetzt nicht unbedingt lesen, aber ich würde mal sagen, auf Japanisch vielleicht Pikachu? Möglich, oder? Auf jeden Fall ein sehr schönes Thema und auch ein sehr schönes T-Shirt. Das kann man sicherlich vielleicht nicht jetzt unbedingt nach draußen anziehen, aber im Sommer kann man das sicherlich machen. So, das nächste fühlt sich offen gestanden an wie eine abgetrennte Hand. Ich hoffe, es ist keine, sonst müsste ich das beanstanden, liebe Wootboxer. Nein, ist es nicht, zum Glück. Könnte aber hier direkt so eine Glumanda-Kralle oder so. Ich weiß es nicht, könnte es doch sein. Ist aber themenbezogen. Wenn wir schon was von Pokémon haben, bleiben wir doch einfach mal direkt bei Nintendo und schnappen uns hier einen Nintendo-Controller. Steht hier noch irgendwas Weltbewegendes drauf? Ja, tatsächlich, hier steht nämlich weltbewegend drauf, dass da Kleinteile in dieser Packung sind. Das ist nicht mal eine Packung, das ist einfach ein Teil. Also, ich weiß nicht, hier steht auf jeden Fall Kleinteile, kleine Teile. Wo sind hier die kleinen Teile? Vielleicht kann man ein Stück abbeißen, wenn man etwas mehr sauer ist. Jedenfalls, das hier ist dann wohl die Variante. Das ist kein Super Nintendo Controller, oder? Das ist ein Nintendo 64 Controller, müsste das eigentlich sein. Ja, das Ganze ist einfach hier so ein Anti-Stress-Quetschball im weitesten Sinn, denn Ball, ja, ihr seht selber, das ist natürlich kein Ball, das ist ein Controller. Also, falls ihr von eurem Videospiel genervt seid, dann könnt ihr ab sofort nicht mehr den originalen Nintendo-Controller an die Wand feuern, wie man das früher zu meiner Zeit, als ich Videospiele noch intensiver betrieben habe, dann gemacht hat, sondern man nimmt jetzt einfach diesen Fake-Controller, und wenn ich das mal kurz demonstrieren darf, entweder man quetscht ihn bis zur Unkenntlichkeit oder man macht einfach diesen hier und es passiert überhaupt nichts. So. Bevor wir jetzt uns aber hier an dieser Stelle festquatschen, holen wir auch ein Standardteil raus, um die Spannung noch ein bisschen in die Höhe zu treiben, nämlich das hier, der Pin. Wootbox Dezember 2018 Epic. Ja, und was das jetzt wieder sein soll, müsst ihr offen gestanden selbst raten. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich habe auch keine Ahnung, wo jetzt gerade hin fokussiert wird. So, jetzt. Ja, also das hier ist jetzt auf jeden Fall der Pin. Ich habe keinen Plan, was es sein soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Sind auch zwei Augen da, vielleicht sogar zwei Münder, hier einer und hier einer. Ich weiß aber ehrlich gesagt, also ich komme nicht wirklich klar damit, muss ich gestehen. Also wir werden das wahrscheinlich im Rahmen des Magazins rausfinden können. So, das nächste Teil. Wir haben, glaube ich, noch, ja, wir haben noch zwei, ein größeres, ein kleineres. Was wollt ihr denn? Ich mache das kleinere. Das kriege ich auch eher raus als das größere. Ja, das kennen wir, glaube ich, auch. Ein Dragon Ball Z Crystal Ball, eine der Kristallkugeln, also Kristallkugeln heißen die Dinger ja nicht, einer der Dragon Balls eigentlich. Ist natürlich die Frage, aus was ist der? Ist relativ leicht, muss man sagen. Von Abby Style The Fan Experience. Ja. Es gibt natürlich mehrere, also ich weiß jetzt nicht von der Reihe, aber an sich gibt es mehrere, das wissen wir. Und das hier ist das Exemplar mit den vier Sternen. Die gibt es ja von 1 bis, ich weiß es gar nicht, wie weit die gehen. Aber auf jeden Fall mehr als vier Sterne wären möglich. Ich glaube 7 locker, wenn nicht sogar noch mehr. Und das sind natürlich die Bälle, die auch sehr gejagt werden. Das heißt, sollte jetzt hier eine, wie heißen die eigentlich alle? Hier so ein Grüner oder, ich weiß es nicht, Vegeta oder so, bei mir vorsprechen und einen Dragon Ball herausverlangen wollen, dann habe ich das. Also es ist kein, wie ich erstmal im ersten Moment mir fast gedacht habe, es ist kein, wie heißen die eigentlich, kein Springball, sondern es ist eine Plastikkugel. Hätte man natürlich auch schön aus Glas machen können, aber das ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Kann man, glaube ich, so sagen. Und ja, also richtig feines Teil, muss man auf jeden Fall sagen. Schaut. Also richtig, sieht richtig nett aus. Also kann man auf jeden Fall so machen. So, verpacken wir das mal nochmal ordnungsgemäß. Und dann kommen wir zum letzten. Also bisher hat man sich ja tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr, wo glaube ich auch dann mal eine Christbaumkugel oder sowas drinnen war, mit weihnachtlichen Dingen sehr zurückgehalten. Vielleicht ist das letzte noch weihnachtlich. Nö. Definitiv, das ist auch kein Weihnachtsmotiv. Das ist ein Chewbacca mit einem kleinen, wie heißen die Teile denn? Ich weiß es nicht, Zork, oder? Ich glaube Zork. Zonk? Nee, Zonk war was anderes. Pork. Pork heißen die Dinger, genau. Ich habe hier nämlich an der Seite noch einen kleinen Pork stehen in Plüsch-Variante. Ich glaube, ich hole euch den mal kurz. Der hier aufpasst. So, hier ist er nämlich, der Plüschpork. Und ihr seht schon, mein Plüschpork ist natürlich ungefähr genauso groß, wenn nicht, ja sogar ein bisschen größer als Chewbacca, als Funko Pop. Also ihr könnt euch das vorstellen, wer jetzt hier in der Übermacht ist, wenn man die beiden gegeneinander antreten lässt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man den auch relativ, ja, kann man rausholen, ohne gleich alles inklusive der Sammlerherzen zu zerstören. So, ist das ein, ja, ist ein Bobblehead Star Wars Pop. Steht das eigentlich hier, dass das ein Bobblehead ist? Nee, doch, hier unten. Genau. Also die finde ich ja immer sehr gelungen. Also die Star Wars Funko Pops sehen ja wirklich immer sehr, sehr gut aus. Hier auch wieder Chewbacca sehr gut getroffen, finde ich. Also der gefällt mir richtig gut. Und dass er jetzt hier so einen kleinen Pork in der Hand hat. Nee, der Kopf ist nicht drehbar, aber aufgeklebt oder so. Ja, nette Sache. Kann man definitiv so lassen. Oder was meinst du, Chewbacca? Nee? Okay. Chewbacca meint, nein, kann man nicht so lassen. Er möchte, glaube ich, wieder in die Packung zurück. Dann wollen wir das doch direkt mal machen. Also,
Das geht auf jeden Fall auch voll klar. Also Funko Pops ja insgesamt im Allgemeinen, aber mit Chewbacca natürlich auf jeden Fall. Und wer die Videos, die ich so veröffentliche, gut verfolgt, hat natürlich auch schon gesehen, ich habe von dieser Reihe schon von einem Mitbewerber was bekommen, nämlich den, wie heißt er nochmal, Praetorian Guard, der hier noch zur Auswahl stand mit einigen anderen. Wobei ich sagen muss, so ein kleiner Pork wäre natürlich auch nett. Also, nice Geschichte hätte ich gern. Vielleicht, falls irgendwo ein Pork rumspringt, finde ich den ja noch und kann mir den dann noch shoppen. Wobei, ich muss das nochmal aufmachen. Der Wackelkopf wackelt jetzt oder sitzt jetzt völlig falsch auf dem Hals. Ja gut, und das war's hier schon mal wieder aus der Box. Ja, was wir noch machen können, das ist das übliche Umdrehen, wobei ich sagen muss, dieses Mal gibt es hier ein relativ unspektakuläres Muster. Machen wir das einfach mal. Und zack, da ist sie auch schon. Da ist sie, die Wutbox für den Dezember. Was ist denn hier eigentlich passiert? Da ist irgendwie... Ach so, das sind die Klebestreifen. Okay, verstehe. So, das ist also die Wutbox und wir schauen, bevor wir aufhören und hier in den Abrissen von dieser Box ersticken, noch ganz kurz in das Wutbox Magazin. So, zunächst, es ist die deutsche Ausgabe, das ist schon mal sehr gut. Da hatte ich in der Vergangenheit leider auch mal französische Exemplare dabei. Super Smash, okay, kann man alles machen, aber muss nicht sein. Das hier muss dagegen schon sein. Könnt ihr mir ja mal schicken, liebe Wutboxer, wobei da gab es auch schon mal die ein oder andere, die wäre jetzt für mich persönlich interessanter gewesen als diese Mega-Wutbox. Aber da kann man natürlich definitiv nie Nein sagen. So, aber jetzt, bevor wir das hier außerhalb der Kamera vorführen, haben wir einen Stressball Nintendo, entweder genau wie ich gesagt habe, einen N64-Controller oder ein Game Boy. Da muss ich sagen, finde ich tatsächlich den Controller deutlich spannender als den Game Boy. Dann gab es die Kristallkugel Dragon Ball Z offiziell und Wutbox exklusiv das Ganze. Und es gab tatsächlich hier nur die Nummer 4. Und es gibt tatsächlich auch nur 7 Stück. Also hatte ich mit den 7 auch ganz recht. Das heißt, ich muss noch 6 andere finden. Ja, das ist doch mal eine Aufgabe für den Rest des Jahres. Dann ein T-Shirt Pokémon offiziell. Pikachu, der kultigste aller Pokémons. Ich dachte, das Pokémon. Egal. Findet sich auf einem T-Shirt im Retro-Style wieder. Als Besitzer dieses T-Shirts kannst du sagen, bereits mindestens einen Pokémon, der Pocket Monster. Verstehe ich nicht. Also, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht hat man das ohne Kenntnis über Pokémon dann formuliert. Wie sieht's aus, liebe Woodboxer? Egal. Dann natürlich hier die Star Wars Figur. Und anscheinend gab es da jedenfalls mehrere zur Auswahl. Und hier jetzt beispielhaft ein, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Pork war es, glaube ich. Ein Pork war es natürlich. Dann hier mein Praetorian Guard und wie heißt er hier nochmal? wie heißt er denn? Ein alter Luke Skywalker, oder? Das ist ein alter Luke Skywalker, definitiv. Und jetzt lösen wir hier noch, was denn in der nächsten, nein, was das hier sein soll. Aha. Finde das Ei des Kaisers, dieses mystische Objekt, mit dem du in Kontakt mit den Göttern treten kannst. Sei der Auserwählte und trage die immerwährende Last. Ehrlich? Kein Plan. Also auch das hilft mir absolut nicht weiter. Es ist also ein mystisches Objekt. Gut. Wie auch immer. Ja, und als Tipp gibt es dieses Mal nichts, denn ich glaube nicht, dass diese Asterix und Obelix XXL 2 Werbung tatsächlich besagen soll, was in der nächsten Wutbox enthalten ist. Von daher kann ich dazu gar nichts sagen und darf euch genauso wie mich vielleicht mit einem Fragezeichen hinterlassen oder zurücklassen,
was dieser Pin uns sagen möchte und mit einem noch größeren Fragezeichen, was in der nächsten Woodbox drin sein wird oder welches Thema sie zumindest haben wird. Das ist aber nicht schlimm. Ich werde mich definitiv auch im neuen Jahr wieder darum kümmern, mich zu melden und mitzuteilen, was ich in der neuen Woodbox gefunden habe. Macht's gut, bis dann und tschüss.